Okay. Ja, gucken wir mal, wie viele Antennen das sind. Vielleicht ist das so wie bei Farquaad zum Beispiel. Da muss ja auch öfters mal Antennen deaktivieren und so. Aber eine Minute Zeit. Was ist denn das? 800 Meter. Wollen wir das schaffen? Klar, oder? Keine Ahnung. Gehört zu Santa Blancas Koks-Schmuggeloperation. Bowman hat Infos über alle Hauptfiguren. Also fährten jetzt das, der Weg, würden wir jetzt weit weg davon. Du fährst einmal komplett außen rum. Das schaffen wir nie. Sie hat das Hirn, eher die Muskeln. Ja, okay. 20 Sekunden, das kannst du knicken. Ja, das schaffen wir nie, sind 10 Sekunden jetzt noch. Haben sie aber bei der Strecke auch ein bisschen knapp bemessen, ne? Ja, ist ja oft leider so. Scheiße, nächstes Mal müssen wir schneller sein. Egal, war ein Versuch wert. Ja, schön hier. Ist das hier irgendwas Interessantes? Oh, ich muss mal ganz kurz mein Fenster zu machen. Oh, regnet es bei dir oder was? Genau, wir fliegen mal mit dem Heli. Und derzeit hole ich mir meinen Kaffee. Wir warten vielleicht noch einen Moment. Ich komme sofort wieder. So, hier geht nämlich gerade die Welt unter und mein Dachfenster war auf. Was wird er denn? Ach, jetzt wird er weiter fliegen, oder was? Mhm. Und wo geht's ich denn fliege. Hin, Alter? Wo landen wir denn mal? Auf der anderen Seite vielleicht? Das wäre von ja. Der Drohne. Aber wir sollten jetzt erstmal nur mit ich der reden. Ich schon wieder gesehen von irgendwem. Ach so. Irgendwer sieht uns. Vielleicht lande ich einfach hier, oder? So. Mhm. Wenn ich jetzt hier runtergehe, ist da auch alles rot. Seht ihr was Rotes? Nö, ja, nur bei den, nicht. Nur bei den Booten. Ja, doch, gesehen. Ja. Wir werden gesehen, ja, ziemlich weit. Unten Problem ist er. Ich geh mal hier hin. Och, ey, Leute. Das ist so schwerfällig. Wir müssen hier vielleicht einfach raus. Na, hier was, ist schon, ne? Was ist denn schon wieder passiert? Ja. Wer hat schon wieder irgendwas angestellt? Keiner, aber die sind hier so verteilt, okay. Dass die uns überall sehen. Hm. Und der Heli ist halt so schwerfällig, dass du dann auf die Schnelle auch nicht wieder hoch und runter kannst und mal eben weg. Okay. Das ist das Problem beim Steuern. Inwiefern dann, hä? Okay, sehen. Ich war jetzt gerade nur kurz nicht da, deswegen bin ich gerade ein bisschen um den Schlauch. Ach so. Ich war mal, ich habe mir Kaffee gerade geholt, nur. Ich weiß nicht. Wo ist meiner? Komm vorbei, hol dir welche, soll ich ja da. Das ist aber nicht mehr kalt. Ich habe nicht behauptet, dass es für dich warmen Kaffee gibt. Ach, das noch. Oder heißen Kaffee. Eiskaffee kann auch lecker sein. Ich glaube, wir haben schon immer noch Vanille-Eis. Ansonsten muss ich jetzt kaufen. Ja, mal.
Was wären wir jetzt heute von der Fahrt ein bisschen zu weit? Ich weiß nicht, wie viele Kilometer? Das weiß ich nicht. Wenn die hier vorbeikommen, fährst du mit Markus auch quasi vorbei. Aber in Leipzig ist das so Ecke Leipzig, ne? Hm, nicht weit weg. Markus hat eigentlich noch drei Orte näher dran. Guck mal, Spaß. Er wurde eigentlich quasi daneben. So, und wir sind halt normal. Eigentlich nur so 20 Kilometer auseinander. Ja, ihr, ne? Naja. Ja, wir kennen es ja persönlich. Ich war ja schon bei ihm. Ja. Ich weiß es nicht. Müssen wir eigentlich nochmal machen. Es hat sie getötet. Es hat alle getötet. Ach, hier ist sie. Nein. So, ja, also ich. Es wären knapp 420 Kilometer. 4 Stunden ist sie hier. Hm? 4 Stunden ist sie hier. Ja, das schaffe ich zeitlich heute nicht mehr. Das ist mir leid. Na, ist gut. Ein Monstrum hat gespürt, dass ich harmlos bin. So, untersuchen Sie 3 Bereiche. Gut, wir sind 4 Leute. Ja, gut, einer. Ich gehe nach links. Ich gehe shoppen in der Zeit. Zalando? Ne. Ich bin eher für den Baumarkt. Ah, okay, du brauchst einen großen Hammer. Nee. Vielleicht brauchst du sicher einen Schrank. Achtung, über euch ist ein Unitateli. Drohne fliegt. Die Frage ist, wonach suchen wir? Irgendein Vieh oder sowas. Okay. Also ich habe jetzt bei mir gerade nichts, aber ich guck mal gerade. Ich hab das Wasser geschoben. Also ich habe hier Knochen gefunden. Dann hast du mehr gefunden. Ich muss den Fluss überqueren. Warte mal, ich habe hier was. Mein Gott. Seht ihr Jungs das? Es war keine Machete. So klinisch, so sauber. Irgendwas scheint beide Scheiße gefunden zu haben. Ist mit denen passiert? Haben sie den Gehäuse gehabt? Ich hab schon einen üblen Kartell. Oh, hier hängen Leute rum. Ja, ja. Sicher mit dem Kartell? Na, wer sonst? Das sieht so aus, ne? Als hätten die komplett abgehäutet hier oben. Ja, die sind gehäutet, wie das krass aussieht. Und bei mir hingen gerade Schädel mit noch einem Rückgrat dran. Okay. Bei mir liegt ein abgeschnittenes Leute, was zum Teufel sehe ich hier? Hallo, Janine. Ist hier inwiefern? Fuck, wenn ich das wüsste. Kann ich gleich wieder umkehren, ja. Ich habe irgendwas gehört, Leute. Ja, ich renn auch mal wieder zurück. Die verarschen uns doch, oder? Ich habe auch gerade irgendwas gehört. Habt ihr das nicht was mitbekommen? Was ist das denn? Hä? Hier sind die Blätter, die sind so komisch. Da ist so ein komisch neongrünes Zeug drauf. Warte mal bitte. Das sind Geräusche, ich weiß nicht was, als wenn irgendwo was gegengeschlagen worden. Gegengeschlagen wäre. Ich will ja nichts sagen, aber es hört sich so an, als wären hier irgendwelche Viecher unterwegs oder sowas. Die knurren. Ja. Jetzt das links, ja. Von links irgendwo. Irgendwas ja. Großes, ein Bär oder so? Vielleicht sollten wir ein bisschen zusammenbleiben. Das wäre vielleicht sogar nicht mal so eine schlechte Idee. Okay. Es fehlt, warte mal, Markus, bleib bitte mit dir aufstehen. Das wurde Spoilers hier. Hallo. Ja, wir sollten nach. Hinter uns, sie ist 200 Meter hinter uns. Ich wollte sagen, die sollten wir jetzt nicht alleine lassen, wenn da irgendwas rumrennt. Moment. Lauf! Lauf schnell, lauf! Ja, es ist nicht weit weg auf jeden Fall. Und haben das wir denn ist jetzt hier Jurassic Park oder was? Da lief doch jetzt das im Fernsehen. Lief das im Fernsehen sogar? Spiel, oder? Ja, schon, ich habe mich jetzt voll das Spiel eingeladen, ja.
Ich habe es wegen dem außerirdischen Vieh, weil ich war wegen diesem komischen Raumschiff, was ich da gesehen habe. So. Wo bleibt ihr denn? Ja, komm. Erscheinen reicht. Nee, danke. Wir haben auf Yvonne gewartet. Ich wollte gerade sagen, wir sind nicht ganz alleine gewesen. So, wir können weiter. Jetzt hört es sich, als wäre es irgendwo rechts. Ja, es läuft auf jeden Fall irgendwas. Ja, ich höre es auch gerade auf der Rechnung. Es läuft gerade auf jeden Fall auch. Wir suchen die Walter. Ja, Jardin, mal gucken, ob es Bären sind. Das hört sich nicht nach Bären an. Oh. Töte es! Habt ihr das gerade gesehen vor uns? Nein. Vor uns stand gerade so ein riesen Alien-Tier und es war dann wieder weg. Ich sag doch, es ist ein Alien. Deswegen sagt er es gerade auch S. Man weiß nicht, was es ist. Das stand hier gerade bei der Munitionskiste und... Da, rechts neben uns. Ich hab's angeschossen. Einen Hit hat's bekommen auf jeden Fall. Ja, das war so eine Echse oder so ist das, glaube ich. Ist das echt? Aber ich glaube mal eher, dass das irgendeine Projektion oder so ist, weil das mal verschwindet. Keine Ahnung. Töten Sie den Predator. Ja. Steht der jetzt rum links. Ja. Ja, das steht schon eine ganze Weile. Eindeutig mal zu Tränen, weil in so ihr Ernst. Der tummelt sich jetzt hier irgendwo rum oder was? Ihr wisst, dass wir gerade was super machen können. Ist ja, es war gerade hinter uns. Aber. Ich will die Bäume in den Augen behalten, Leute. Oh, da! Oh. Ja. Alter, es hat mich gerade mit einem Laseraugen irgendwas erschossen. Okay. Das ist ein Brigator! Das ist ein Brigator, Leute! Ihr müsst euch Filme angucken, dann wisst ihr, was für Viecher das sind. Alien vs. Predator, ich hab's ja schon gesehen. Also, ja, Lotti, hier. Pass auf, Leute, das ist das Ding von uns. Markus! Oder wer auch immer. Nee, das ist. Sabrina war das hinter uns. Der muss eigentlich drauf hören, wo es herkommt. Ja. Da? Da. Mich hat's auch erwischt. Ich hab's noch nicht mal gesehen und das hat mich erwischt, die Sau. Jetzt geht's auf mich. Ey! Au. Ich muss gerade Sabrina aufheben und hier wurde ich angeschossen. So, es hat Minimum ein, zwei Hits gekriegt gerade von mir nochmal. Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ich hatte hier keinen Bock auf Alien-Spiele. Was soll denn das? Das ist ein neuer Fetisch. Mann, ich hab auch wieder... Achtung, Leute! Achtung! Alter! Von wo? Ich sehe es aber auch nicht. Ich auch nicht. Ich könnte dich haben. Was war das? Also, das kann doch nicht sein. Das ist unfassbar. Was ist das denn für ein Vieh? Das steht da hinten an den Bäumen irgendwo. Oh, das hat mich im Visier. Granate, friss das, Motherfucker. Da ist es, okay. Ja, aber. Das ist wirklich so ein Tier. Achtung, es kommt auf euch zu, Leute. Es kommt auf euch zu. Ich bin mir aber eigentlich fast sicher, dass das nur eine Projektion ist. Fuck, hinter mir die Sau. Ah. Ich steh da. Der Hexe Schuss gekriegt. Mein Gott. Der Dschungel bewegt sich. Okay, ja gut, das ist die Mission. Aber wie oft muss man den jetzt noch treffen? Nein, du musst nicht auf mich rum. Alter, ich bin aufgewichen, trotzdem hat der Sack mich getroffen jetzt. Gibt's doch nicht, ey. Jawohl. Ich glaube, es hat einen mitbekommen. Jetzt hat er mich wieder. Weißt du, während ich dich heile, hat er mich im Visier. Das ist unfassbar. Ist das echt? Das kann doch nicht sein. Was ist denn das für ein Teil? Nein. Jetzt hat er dich wieder. Achtung. Nein. Nee, mich hat's erwischt. Ja, mich auch. Das kann gar nicht richtig ausweichen. Wetten, während ihr siehst, während ich euch heile, kriegt er mich. Das kann doch nicht sein, das ist doch was für ein Arsch. Ja, ich hab dich nicht ganz so gut. Das ist das erste Mal auf mich gegangen. Das ist unfassbar. Vor allem, wie oft soll man denn noch drauf schießen? Ja, jetzt hat er wahrscheinlich gleich dich im Visier. Während du heilst. Ja, ist gut. Wir sollten Minimum aufpassen, dass wir zwei Leute am Leben haben. Was ist ganz wichtig? Nein, der hinter mir vorbei. Da hinten ist er. Da hinten war er. Ah.
Man sieht also auch so halbwegs, der ist wirklich getan. Ja, der ist ein bisschen. Das ist wirklich so einer aus dem. Da unten ist er. Arschloch. Mein Gott, ey, das gibt's nicht. Wolltest du mich verbluten lassen? Granate, hola putas. Oh, oh nein, unglaublich. Au, Granate, aufpassen. Ist der. Wo ist das Viech? Der war hier hinter den Bäumen. Okay. Ich geh zurück wieder. Ich geh wieder zurück heilen, nee. Kümmere dich. Da ist er. Scheiße, ich hab keine Linie mehr. Scheiße, ich konnte nicht abbrechen mehr. Ah, Mist. Das hat er mich. Also, das kann. Du kannst den noch nicht mal ausweichen. Du kannst den noch nicht mal ausweichen. Vor allem, wie oft sollen wir den bitte noch treffen? Ja. Unglaublich. Der hat dich im Visier, da kannst du machen, was du willst. Du kannst ihm nicht ausweichen. Aber schon lustig, dass es auch noch Missionen gibt, die sie nicht kennt. Nee, die kenne ich nicht. Du, da waren jetzt ein, zwei dabei, die ich noch nicht kannte. Das ist ja gut. Für mich ist das ganze Spiel Neuland. Bis auf eine Mission irgendwie. Aber das ist ja wirklich, ne? Mein Gott. Unglaublich. Weißt du, Janine, von wegen hier Bären? Nix Bären. Holunderbeeren, Brombeeren. Ja, genau. Ich frage mich halt nur, wie wir das Ding bitte töten sollen. Ja, das frage ich mich auch. Falsche Taste. Ich würde ja gerade mal googeln gerne daneben, wie es funktionieren würde. Welcher Taktik der effektivste wäre. Ja, sollten wir vielleicht dann gleich mal machen, wenn es jetzt wieder nicht klappt. Hm. Ich bin mir ja sicher, dass es dafür irgendeinen Grund gibt hier. Dass bestimmt irgendwo ein Gerät hier ist, was man abschalten muss, also ein Scheiß. Das ist bestimmt ja, irgendwas Elektronisches. Das ist doch wahrscheinlich da stehen, ne? So. Man sieht auch noch ganz leicht, wer der Unfall ist. Und ganz leicht. Ja, nur eine gewisse Zeit, aber. Ist er denn? Ich höre schon wieder. Es läuft doch gerade schon wieder, oder nicht? Hier. Granate kommt. Komme mir. Bei mir. Hinterm Baum. Da hinten ist es irgendwo. Markus hat schon geholt. Du kannst es übrigens auch erwischen, wenn es so schimmernd durch die Gegend rennt. Also wenn es nur so ein bisschen unsichtbar ist. Es ist trotzdem treffbar, habe ich gerade gemacht. Okay. Okay. Jetzt wird es auch noch dunkel, na toll. Ich wollte sagen, ich sehe den noch nicht mal. Jetzt hat er mich wieder im Visier, die Sau. Das ist nicht zu fassen. Und du kommst nicht weg. Ach so, du kriegst du einen mit die Wunde. Wahrscheinlich, oder? Shit. Das tut immer noch weh. Ist das echt? Ich glaube nicht, dass das Ding echt ist. Jetzt hat er auf jeden Fall schon ein paar Hits bekommen wieder. Gibt's nicht. Ja, aber wir haben doch eben auch schon 20.000 mal drauf geschossen. Ich muss es muss irgendeinen anderen. Also ich weiß nicht, ob ich blind bin. Ich sehe dieses Viech überhaupt nicht. Hat gerade einer von uns in dieser Predator-Sprache gesprochen? Nee. Weißt du, ich sehe den nicht, aber das Ding sieht mich und macht mich platt. Unglaublich. Oh, okay. Mensch, ihr habt euch alle zugelegt, das ist aber lieb. Ja, ist nett, ne? So, Markus, ich werde einfach mal wegrennen und dann könnt ihr euch respawnen. Vielleicht ist das eher besser. Ja, das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch 270 Sekunden. Das dauert ungefähr 3 Minuten.
Ja. Ja, okay, das war's. Unglaublich. Wir sollten vielleicht wirklich mal gucken, was das, was es damit auf sich hat. Wenn es wenigstens noch hell wäre. Unnötig hell. Wie schnell der ist, ey, Alter. Ich sehe den überhaupt nicht. Weil Migrator ist unsichtbar, springt auf den Bäumen. Leute, wisst ihr was? Ich gebe gerade bei meinem Handy bei Google ein Wildlands, da kommt unten dann schon Wildlands Predator. Das ist eins der Suchdinger, die schon. Okay. Ja, dann sag mal hier, was Sache ist. So erledigt ihr den ganz einfach. So. Ja, das ist aber nicht spannend. Wartet mal, ich lese mal. Ich mach mal kurz hier meine Aufnahme mal kurz. Ja. Mal stopp. Und dann lese ich euch mal vor. Alle ihr. Seiten müssen abgedeckt sein, so kann er sich nicht anschleichen. Vermutlich habt ihr schon mitbekommen, dass Ubisoft und Ursulines Wildlands ein zeitbegrenztes Event gestartet, das den Predator ins Spiel bringt. Und der Kampf gegen das bekannte Film uns nicht wirklich einfach aus, aber man folgt eine bestimmte Taktik. Im nachfolgenden Video sehen wir mit dem Predator ganz einfach. Am wichtigsten ist, dass alle Seiten gedeckt sind, beispielsweise durch Felsbrocken oder Hügel. Auf diese Weise kann sich der Predator nicht von hinten anschleichen, man kann sich auf den Kampf nach vorne fokussieren. Und die Frage ist, wie weit kann man und wie kann man es töten? Er ist bei mir. Er rennt hier. Er ist hinter Sabrina hier, habe ich gesehen. Also sollten wir uns ein bisschen aufteilen anscheinend. Mhm. Er stand gerade direkt vor mir. Mhm, habe ich gesehen. Da oben auf dem Hügel. Mist, ich war zu langsam. Kommt wieder dahin. Bin getroffen. Das ist eklig, ey, ganz ehrlich. Wer fällt mir dazu nicht hin? Oh nein, Gesundheit. Nein. Granate fliegt. Aua. Lass mich einfach liegen. Ich hab da mich in die Idee liegen. Aha, Alter. Was hab ich jetzt gemacht? Ich hab irgendwas gedrückt. Super, ich bin im Fotomodus. Wie komme ich denn hier wieder raus? Ich hab irgendwas gedrückt. Ich versuch's gerade. weiß ich nicht, du musst aber im Kreis oder so. Ja, beide Sticks gleichzeitig drücken. Konnte mich nicht mehr bewegen gerade. So. Ich will, wo wir direkt hinter dir stehen. Der ist auf mich. Alter. Wieder da auch nur bei dir gezielt kämpft, ne? Ich kann dich gar nicht aufheben, weil er irgendwo in der Nähe ist. Mag ich doch. Ich sehe den nicht, ne? Du solltest vielleicht vorher mal Rebellen holen. Oh, jetzt hat er mich. Als Unterstützung. Ach, steht gerade hier gerade drin. Also, irgendwas machen wir hier falsch. Hm. Das ist unglaublich. Hä? Der hat noch nicht geschossen, da bin ich explodiert. Was ist denn das für ein Scheiß? Und der schmeißt auch Granaten, die auf dem Fußboden liegen. Das ist mir auch gerade passiert. Der Granaten, die umliegbar machen, der Raketenwerfer, Alter.
Der ist ja, schon überpowert. Jetzt überleg mal, jemand spielt dieses Spiel alleine. Hast du die Arschkarte, oder? Oh, mit dem Link. Oh, das ist auch immer so lange dauert, bis einer wieder mitspielen kann. Ne? Also es geht gerade relativ einfach. Eventuell NMG plus Zielfernrohr. Wir holen jetzt Rebellen als Unterstützung. Liebe Leute. Ist das so wie möglich? Ich weiß nicht wie, wenn ich ehrlich bin. Doch, relativ einfach. So, und wo kriegen wir jetzt Rebellen, ja? Warte, ich hole gerade. Das frage ich mich auch. Ich hole sie gerade. Mit R1 gedrückt halten. Und da kannst du so auswählen unten. Ach so. Und der kümmert sich. Idealfall, du an der Munitionskiste sind, ist ein Fels da am Rücken dran. Und dann immer drauf. Der visiert auch die Rebellen an. Das heißt, wir sind jetzt quasi zu sechst. Ja, die sind dabei, okay. Auf den Krieg. Der kümmert sich nämlich auch ein bisschen um die, vielleicht haben wir noch zum Glück. Das ist übrigens nur ein Event von Ubisoft. Das ist nicht keine offizielle Mission. Sich so richtig hilflos irgendwie gerade, ne? Oh. Scheiße, das war einer von den Rebellen, den ich gerade gekillt habe. Ernsthaft? Ja, jetzt ernsthaft. Ich dachte, das wäre der Typ gewesen. Glaube ich bin mir nicht so sicher. Übrigens, wenn das Viech tot sein sollte, weglaufen. Ja, aber es explodiert. Richtig. Naja, erstmal müssen wir es so weit haben, ne? Mhm. Ich sehe ihn. Sabrina ist in der Nähe bei dir. Zu dir rübergerannt. Man sieht ihr doch nur ganz kurz, oder da wieder spielen. Da hinten ist ja alles klar. Liebe Leute, habt ihr Wärmebildkamera? Ja. Macht die mal an. Damit sieht man ihn wahrscheinlich immer, ne? Sobald er irgendwo steht, siehst du den. Ja, rechts ist Steuerkreuz nach rechts. Nochmal, zweimal nach rechts. Einmal hast du Nachtsicht, einmal Wärmesicht. Naja, geht. Also, die klappt nicht, ist immer Nachtsicht. Also in der Wärmesicht sehe ich nämlich nicht, der ist jetzt gerade in deine Richtung. Ja, drin. Momentan. Da ist er. Ich bin tot. Ich habe geschossen, er hat mich neu erwischt. Ja, von mir da. Ich höre ihn doch schon wieder. Er ist hinter dir. Hinter mir. Das war so eine ernsthaft. Oh. Du wirst echt paranoid, wenn du die gar nicht hättest. Die ist sehr ernst. Ich hab mit dir oder kämpft bei Sabrina da in der Ecke. Ich muss die nicht wieder bewegen. Oh nein. Da geht doch er kämpft bei Sabrina. Ja, von mir ist er. Der ist jetzt auch schon weg. Scheiße. Ja, ich weiß. Hab's gesehen. Du kannst aber auch die Heilung nicht abbrechen, damit du wegkommst. Nee. Das finde ich auch, das haben sie auch kacke gemacht, weißt du? Du sollst ja. Wir machen auch jetzt, wenn ich ehrlich bin, ne? Mit dem Event einen kleinen Break. Weil das jetzt eigentlich meiner Meinung nach so schwach ist, dass ich jetzt ewig an dem Event aufzuhalten mit mehreren Folgen. Wir machen jetzt auch noch weiter mit der Story, weil das ist nur wirklich ein Event.